Hallo, ich bin gerade bei der Silke zu Besuch. Wir haben hier gerade nämlich so ein paar Cracker ausgepackt, weil ihr immer wieder gefragt habt, was kann man da machen bei der Umstellung? Es ist halt einfach eine schöne Möglichkeit, wenn man was dört. Ist halt einfach für den Übergang super einfach dann. Gerade wenn man irgendwie von Brot wegkommen möchte, da gesündere Alternativen möchte. Silke hatte hier gerade so ein riesen fettes Glas mit, ja, verschiedenen Crackern. Da wolltest du jetzt einfach mal kurz erzählen, Genau. was es so Und gibt. zwar, die Cracker, die mache ich schon seit mehreren Jahren aus verschiedenen Saaten. Also die sind jetzt aus Leinsamen, aus schwarzem Sesam und weißem Sesam und noch gekeimte Sonnenblumenkerne. Ganz am Anfang habe ich einfach die Zutaten so zusammengemischt, ohne die einzuweichen. Also ich weiche zum Beispiel die Saaten circa 20 Stunden ein und die Sonnenblumenkerne, die keime ich sogar an. Somit ist der ganze Cracker viel leichter verdaulicher, weil die Phytinsäure, die in den Saaten enthalten ist, neutralisiert wird und weil auch die Enzyminhibitoren, die so die Verdauung ein bisschen behindern, abgebaut werden. Und ich stelle wirklich fest, dass so ein Cracker viel leichter verdaulich ist, wenn die Saaten eingeweicht werden. Das hier sind jetzt verschiedene Sorten. Also diese Saaten sind sozusagen die Hauptmasse. Dann habe ich hier noch Trester von Möhren dabei, weil ich im Winter auch gern Möhrensaft trinke. Und dann behalte ich den Trester, halte ich zurück und den gebe ich dann mit hier in diese Masse. Dann ist noch ein bisschen Salzsole dabei, um das alles ein bisschen zu würzen. Und ich habe hier drei verschiedene Sorten. Das zum Beispiel hier, da gebe ich noch klein geschnittenen Paprika dazu und Paprikapulver edelsüß. Das ist so ein Gewürz. Das hier vorne ist auch eine sehr leckere Sorte, da gibt es dann noch kleingeschnittenen Lauch dazu und Currypulver. Und manchmal gebe ich noch ein bisschen extra Kurkuma dazu, damit sich das noch ein bisschen gelb färbt. Und das ist die Sorte Apfelzwiebel. Da reibe ich oder raspel ich dann Äpfel grob ran und Zwiebeln raspel ich ran und dann ist das auch eine sehr leckere Crackersorte. Und gerade so für Menschen, die zwar auf Rohkost umstellen wollen, aber denen die wasserhaltige Rohkost noch zu dicht ist, sind diese Cracker einfach optimal. Ein bisschen was Dichteres zu bekommen, aber auch etwas, was gut verdaulich ist und was auch noch ein bisschen sättigt. Also zum Salat so ein paar Cracker zu essen oder mal eine Rohkostsuppe ist wirklich eine gute Option, wenn man jetzt kein Brot essen will. Also wenn man jetzt auf Gluten verzichten möchte und überhaupt auf dieses Klebereiweiß. Die sind ja auch glutenfrei, die sind vegan, die haben Rohkostqualität, die dörre ich so bei 40, 45 Grad. Und wenn die richtig schön getrocknet sind, dann muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die Dörrzeit auch einhält. Dann kann man die in so einem Glas wirklich über Monate kann man die dann aufbewahren. Das ist Ja. wirklich eine geniale Möglichkeit. Ich esse jetzt aktuell weniger solche Cracker, wirklich ganz selten, aber ich bereite sie gern zu für Potlucks oder für Freunde einfach, wenn man dann so ein Buffet hat und dann noch ein paar Cracker dazu. Das ist einfach eine gute Ja, Möglichkeit. ich habe die anfangs auch immer benutzt zum, ja, zu unterwegs einfach, beziehungsweise wenn man halt mal was Dichteres möchte. Und dann ist das echt, finde ich, eine super Möglichkeit. Und deswegen wollte ich es halt echt euch mal zeigen. Ich habe auch ein paar, nämlich ein paar habe ich auch im E-Book mit drin bei mir für die Umstellung auf Rohkost, genau. Und ja, du machst da jetzt auch, ne? Genau, Hast das du ist gemeint? dieses Rezept, das ist auch in meinem Dürrrezepte-E-Book enthalten, wie auch viele andere Rezepte zum haltbar machen, aber auch um einfach ein bisschen konzentriertere, gesundere Kost herzustellen. Gerade, wie gesagt, für Menschen, die umstellen, dann ist so eine bisschen dichtere Ja. Rohkost eine sehr gute Möglichkeit, um nicht wieder zurückzufallen auf Brot oder andere Industriekost oder auch gerade wenn so bei Familienfeiern mit Familienmitgliedern, die eben nicht so Rohkost begeistert sind und überhaupt nicht wissen, dass das zum Beispiel auch Rohkost sein kann, kann man auch Ja. Familienmitglieder ganz gut überraschen mit Dörrrezepten. Es gibt noch ganz viele Genau. andere tolle Rezepte. Es gibt so schöne, tolle Möglichkeiten, wie man in Rohkostqualität Dörren und Ja. ein bisschen dichtere, Schon. so ein bisschen dichtere Kost herstellen Ja, kann. bei mir ist genauso. Die meisten schreckt es eher ab, wenn sie sehen, was ich esse, weil es halt einfach zu einfach für die meisten Leute ist. Und dementsprechend, wenn man dann doch mal wohin geht und irgendjemanden da ein bisschen was zeigen möchte, gerade am Anfang, wo dem Geschmack einfach noch näher kommt, was man sonst so gegessen hat, dann ist das halt echt eine super Möglichkeit, finde ich. Aber das war's eigentlich, ne? Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommentiert einfach. Und dann noch einen schönen Tag euch allen und ganz liebe Grüße hier aus Leipzig. Genau, ganz liebe Grüße und alles Liebe.